Wer sich in Kalifornien ein Luxusauto kauft, elektrisch, der kann nur eine Marke kaufen, Tesla. Und Tesla räumt momentan den Markt so richtig auf. Und ich glaube, nachdem ein kleiner niedersächsischer Automobilhersteller vor 1,5 Jahren so einen Dieselskandal aufgerufen hat, gibt es ein großes Umdenken. Und jetzt werden sofort die Stimmen laut. Ja, die deutsche Automobilindustrie, die verschläft ja die Elektromobilität, da passiert ja gar nichts. Und die Chinesen, die werden uns auch überrollen. Aber ich glaube, es ist Zeit, das Imperium schlägt zurück. Und einen ersten Ausblick auf das, was kommen wird, den schaue ich mir heute an. Hinten dran, Mercedes EQ. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub. Mein Name ist Björn Habegger, meine Freundin nennt mich Habi. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt schauen wir uns den Mercedes EQ an. Mercedes-Benz Concept EQ, präsentiert in Paris auf dem Automobilsalon. Der Name sagt es, es ist ein Konzept, also ein Ausblick auf das, was kommen wird, wenn das Imperium zurückschlägt. Und ein neues Auto, ein Konzeptauto, besticht immer auch mit einem neuen Design. Deswegen habe ich mir dazugeholt Thomas Selzle. Thomas Selzle ist im Exterior Design bei Mercedes-Benz beschäftigt. Und ich sage Thomas zu ihm, weil wir uns schon eine Zeit lang kennen. Thomas, E-Autos, Zukunft, neues Design. Sag mir so ein paar Sätze, was wird sich verändern, worauf muss man achten und vermeide bitte folgende Wörter. Cool und hot und sinnliche Klarheit. Alles klar, dann fange ich schon mal an mit hot und cool. Hot und cool darfst du nicht sagen. Was verändert sich im Mercedes-Benz-Design, wenn das Auto elektrisch wird, rein elektrisch wird? Gut, rein elektrisch heißt natürlich, wir haben nicht die klassischen Ausbauten in der Front mit einem großen Kühlergrill, der allerdings unsere Mercedes-Benz-DNA bisher ganz stark bestimmt hat. Das heißt, wir haben hier unsere DNA auf eine neue Stufe gestellt, auf eine neue Ausprägung. Wir haben das Gefühl des Zentralsterns, das wir von unseren Sportfahrzeugen und von unseren SUV-Fahrzeugen kennen, verbunden in eine Einheit mit den Leuchten und ein ganz neuartiges Black Panel geschaffen. Was heißt das in der Zukunft? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Thomas, ich werde keinen Stern mehr streicheln dürfen an der Vorderseite? Der Stern ist hier hinter Glas, weil wir das Thema Black Panel hier zelebrieren und wirklich ganz radikal als die neue Frontmaske für diese EQ-Geschichte zeigen. Ihr wollt ja eine ganze Palette an EQ-Modellen bringen. Der EQ vermutlich, das darf ich nicht sagen, wie er später heißen wird, es wird auf jeden Fall ein SUV sein, das erste Auto, ist ja nur so ein Vorreiter, ist ja ein erstes Modell in der ganzen Palette an den 10 Fahrzeugen bis 2025. Werden dann alle so ein Black Panel Design an der Vorderseite bekommen? Werden die alle so sein? Wir schauen heute auf den Concept EQ, der einen Ausblick gibt, was dann die anderen Fahrzeuge sein werden. Die waren alle ganz toll und da lassen wir uns gerne überraschen. Dass die alle ganz toll waren, glaube ich dir sofort. Schauen wir uns die Seite mal ein bisschen an. So ein Elektro-SUV, ich meine, ich verstehe die Taktik ja da hinten dran. Ja, das ist so diese von oben nach unten. Ein teures Konzeptfahrzeug, ein teures E-Fahrzeug aus dem angesagten SUV-Bereich. Das ist so das erste Auto, was Mercedes-Benz machen wird. Wie verändert sich denn die Formensprache an der Seite? Ich meine, das sind richtig große Räder. Was sonst fällt? Ach Moment, ihr habt Türgriffe vergessen. Wir bei der Front haben wir gesagt, wir haben dieses Black Panel, was wir auch als seamless bezeichnen. Und wir haben durch dieses Gefühl seamless verzichten auf alle überflüssigen Details. Da zeigen wir dem Fahrzeug natürlich auch. Du weißt aber, dass Türgriffe nicht so wirklich überflüssig sind. Die sind. Wir werden Türgriffe kriegen. Wir werden das Auto gut aufmachen können und wie das dann ausgeprägt wird, das sehen wir dann. Nichtsdestotrotz, das Auto hat hier eine wunderbare, geile Skulptur. Dreidimensional fasst sich auch wunderbar an. Der Schnitt hier oben, eine sehr sinnliche Geschichte. Sinnliche Klarheit vermeiden wir mal. Aber sinnlich, emotional, kräftig, athletischer Body. Unten ein schnelles Greenhouse mit einer coupéhaften Frontscheibe. Stopp. Schnelles Greenhouse. Wovon redet der Mann? Greenhouse ist der Bereich von der A-Säule bis hinten zur D-Säule, da wo jetzt die Fensterscheiben drin sind. Den Bereich, den nennt man Greenhouse. Und wenn er sagt, sportlich gedrungen, dann redet er von so einer Coupé-Linie und davon, dass der Bereich relativ niedrig ist. Richtig? Das ist richtig umschrieben, ja. Danke. Schön. Gut, und hinten? Wir werden keinen Auspuff mehr haben. Was verändert sich denn von hinten vielleicht noch so? Hinten zeigen wir natürlich das gleiche Thema wie vorne, Black Panel.
Seamless, das zeigen wir einmal in dem Spoiler, der das Heckfenster noch mal kleiner macht und sich mit links und rechts verbindet mit einer Einheit, die dann auch ganz innovativ die dritte Bremsleuchte integriert und natürlich hier dominant das Black Panel, das an die Front erinnert und das Thema auch zitiert. Wenn man hinten von hinten guckt, ist natürlich eine ganz besondere, tolle Ansicht. Breite Schultern, steht kräftig da, guter Stance. Das heißt, auch ein Elektrofahrzeug ist ein hochattraktives Fahrzeug, das sehr begehrenswert ist. Was uns direkt zu einem Zitat von jemandem führt, den du vielleicht auch kennst, der gelobt hat, was Tesla nämlich vollbracht hat mit den Tesla Model S zum Beispiel, mit den hochpreisigen. Denn Tesla hat es geschafft zu sagen, die Elektroautos, die man dort kaufen kann, zelebrieren weder Müsli noch Verzicht. Und ich glaube, das ist auch die Richtung, in die Mercedes-Benz geht. Und gesagt hat im Übrigen einer deiner Chefs, Dieter Zetsche. Also ich glaube, in diesem Sinne können wir uns auf ein Auto freuen, was so wenig Verzicht fordert. Über die Reichweite und wie sich das Auto fahren soll und was innen gemacht wurde, da entlasse ich dich. Da hole ich am besten einen von deinen Kollegen. Danke dir. Danke, Björn. Ich habe mich reingequetscht in den Mercedes EQ, Quatsch, Mercedes Concept EQ, sagen sie dazu, und habe einen neuen Gast nebendran. Vera, stell dich doch bitte ganz kurz vor. Ich bin Vera Schmidt und Leiterin vom Advanced Digital Design hier in Sindelfingen bei Mercedes. Advanced Digital Design. Worüber reden wir zwei? Wir reden über ein Auto, was im Innenraum eigentlich gar nicht mehr so nach klassisch Mercedes aussieht. Also mein Gefühl wäre jetzt, wäre da der Stern nicht, seid ihr ganz schön fortschrittlich geworden. Was habt ihr euch dabei gedacht? Also wir haben in diesem Concept EQ verschiedene Konzepte entwickelt, Designkonzepte und Interaktionskonzepte. Ich würde einfach mal darauf eingehen, was wir zum Beispiel mit der Displayfläche gemacht haben. Da haben wir uns überlegt, okay, in der Zukunft würden wir es gerne mehr individualisieren. Kann quasi der Fahrer sich das Design oder die Informationen selber einstellen, sagen, okay, ich möchte eine sehr reduzierte Information haben, nur mit einer Geschwindigkeitsanzeige. Oder möchte ich eine Instrumentanzeige haben oder zwei Instrumente haben und damit eben die Komplexität einstellen können. Und jeder mag etwas anderes und deswegen wäre das die erste Idee gewesen. Und des Weiteren haben wir auch einen Farbumschlag, wenn wir sagen, okay, wir möchten eben das elektrische Laden ein bisschen inszenieren, dass wir einen Farbumschlag in Blau haben, das sieht man momentan. Oder eben auch in Weiß, wenn man sagt, okay, da hat man Boost-Modus, weil im Endeffekt Elektrobild, da ist ja Power dahinter. Und deswegen gibt es dann einen weißen Farbumschlag in dem Instrument. Weiß, wie wenn der Blitz einschlägt, ne, wenn es ordentlich vorwärts geht. Genau. Weiß ich nicht, ob das eure Idee war, aber ich glaube, fast kann man sich so vorstellen. Und interagieren tue ich damit am Lenkrad. Ich habe quasi größere Touchflächen, wo OLEDs im Hintergrund sitzen. Ich kann damit quasi die Komplexitätsstufe auf der linken Seite anpassen. OLED schon direkt mit ins Lenkrad mit rein. Ins Lenkrad, genau. Okay, das ist so die nächste Stufe von dem, was ihr heute schon habt. Man kann ja heute schon mit dem Daumen auf dem OFN-Pad genau interagieren. Und jetzt sind die Flächen etwas größer. Und wenn wir im Hintergrund OLED sitzen, dann ist es halt interessant, weil wir dann kontextbasiert andere Anzeigen auf diesen kleinen Flächen anzeigen können. Und ich könnte dann auch für meine eigenen Vorlieben sagen, ich möchte jetzt hier darüber die Klimasteuerung vielleicht haben, ich möchte den Tempomat darüber haben, whatever. Also das vielleicht könnte ich das in der Zukunft anders belegen. Okay. Und dieser Lichtbalken, der hier gerade so herumschwirrt, was muss ich mir darunter vorstellen? Also wir haben uns überlegt, dass man doch Informationen mehr und mehr in den Raum verorten kann. Deswegen ist eben in diesem Lichtband, was wir intelligentes Licht nennen, eben nicht nur quasi eine ambiente Beleuchtung vorzufinden, die man einstellen kann, sondern wir möchten mehr und mehr Informationen auch über das Licht abdecken. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel induktiv laden oder überhaupt laden, dann kann man diese Situation eben an diesem Licht erkennen. Das Licht gibt mir Feedback, es ist gerade im Ladezustand des Fahrzeugs. Und in diesem Lichtband sind auch die Mirrorcams integriert. Und quasi mit der Perforation, mit diesen Lichtern hier, bilden wir quasi eine neue Informationslandschaft, die nicht unbedingt Informationen im Display abdecken muss, sondern wirklich in dem Raum. Also, was ist das? Es ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Aber es soll uns dann auch eine Information vermitteln, denn solange es blau leuchtet, wäre das vielleicht eine Variante für ich fahre gerade effizient oder ich fahre vielleicht gerade teilautonom oder so. Genau. So, das wäre so diese subtile Information, die man damit rüberbringen kann. Die Mittelkonsole sieht auch gar nicht aus wie in der aktuellen S-Klasse oder in irgendeinem anderen bekannten Modell. Da habt ihr euch auch ausgetobt und du hast mir bei unserem Gespräch vorher schon gezeigt, hier drüben habt ihr euch was Feines einfallen lassen, nämlich
im Prinzip so ein intuitives Wischen. Also wir haben im Effekt auf diesem kleinen Display 3 verschiedene Menüs integriert. Alle Menüs haben was mit den Sinnen zu tun, das heißt Klima, wir haben Licht, der Lichtbandansteuerung und eben Akustik. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Lichtbandansteuerung gehen, kann man nach hoch, runter die Intensität und links, rechts die Farbe anpassen. Genau. Schön, okay. Momentan haben wir nur ein kleines Farbspektrum genommen. Ich wollte gerade sagen, die neue E-Klasse kann 64 Farben schon. Kann viel, viel mehr, genau. In dem Konzeptfahrzeug hier haben wir ein paar Farben reduziert, sodass wir das Roségold spielen, aber auch eben das Electric Blue. Und die Lüftungsdüsen habt ihr euch vorgestellt, die könnten mir dann auch sagen, ob ich jetzt warme Luft oder kalte Luft einlaufe. Genau, wenn ich jetzt quasi auf die Klimaanzeige gehe und ich stelle quasi die Kühlung ein auf 16 Grad, das ist also kühlere Luft, dann habe ich ein visuelles Feedback auch in den Luftdüsen, die mir anzeigen, okay, das ist jetzt kühle Luft eingestellt, oder wenn ich quasi warme Luft einstelle, dann ist der Farbumschlag in Rot. Also im Endeffekt ein subtiler Farbumschlag, der mir im Endeffekt einen visuellen Feedback meiner Einstellung gibt. Und wie viele Knöpfchen haben wir jetzt noch im Auto, Vera? Wenige. Warum? Was wir im Endeffekt versuchen, ist ein sehr cleanes Interieur zu gestalten. Natürlich haben wir noch ein paar Elemente, wie zum Beispiel einen Sitzverstellschalter, der sehr sinnlich ist und den man trotzdem noch gern berührt. Aber trotzdem versuchen wir quasi die Hardware, Hardkeys quasi zu reduzieren und das Interface zu packen, aber deswegen trotzdem ein neues Interface zu finden und nicht quasi die Knöpfe eins zu eins im Display wiederzugeben. Und dafür steht zum Beispiel diese sinnliche Linie hier, mal was Neues auszuprobieren. Warum muss ich so lachen bei dem Thema sinnlich? Seit, ich weiß nicht, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, seit Gordon Wagner die neue Designsprache bei Mercedes-Benz reingebracht hat, gibt es kaum eine Pressemitteilung, in der nicht von sinnlicher Klarheit gesprochen wird. Und ich glaube, man versuchte wirklich knallhart das Thema Emotionen bei Mercedes-Benz auf einmal unterzubringen. Deswegen, bei sinnlich muss ich immer so ein bisschen lachen, weil dieses Auto wirkt eigentlich sinnlich. Sind nicht nur dann, wenn man so ein Gespräch hat, so ein Gefühl hat für die Zukunft vielleicht eher, so ein bisschen. Manche Sachen berührt man eben doch gerne und dafür sind halt so Sitzverstellschalter interessant und wir versuchen ja hier mit Inszenierung mehr und mehr quasi Informationen eher subtil rüberzubringen, spielerisch und nicht mehr als Fakt. Und deswegen ist es eben, das spricht die Emotionen an und deswegen ist es sinnlich. Meine Emotionen spricht ja vor allem das Autofahren an sich an. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, mit dem Auto mitzufahren. Selber fahren darf ich leider noch nicht, aber wir fahren jetzt mit. Danke dir, Vera. Gerne. Von den vermutlich bis zu 400 PS, die wir irgendwann mal sehen werden in so einem kommenden Elektrofahrzeug, habe ich jetzt noch nicht so viel gespürt. Neben mir Jörg Weinhold, du bist Produktmanager, alternative Antriebe bei Mercedes-Benz. Das lassen wir auch drin, ihr wisst das. Hier wird nichts gescriptet, hier wird nichts gecastet, hier machen wir alles durch, authentisch. Yeah. Jörg, 400 PS, wenn ich sage, so ein SUV voll elektrisch, liege ich da richtig? Da liegst du genau richtig, ja. Es war alles ganz korrekt gesagt, alternative Antriebe, alles was mit Strom ist. Und da ich gemerkt habe, du bist richtig begeistert von unserer Design-Language, ja. Ja, das ist schon richtig hot, ja. Und eine Reichweite von 500 Kilometern, da sind wir sehr stolz. Genau, also cool, hot und cool, es verfolgt mich komplett beim Daimler. Worauf werden wir uns 2019? Bleibt ihr bei 2019? Wir bleiben bei 2019, ja. 2019 elektrisches SUV, der Tesla-Killer, wird ein bisschen überstrapaziert momentan. Seht ihr euch denn selber dann so auch direkter im Mitbewerb oder wo seht ihr eure Kunden? Ja, wo Mercedes ist, ist vorne, ganz klar. Nein, ohne Spaß. Also das ist einfach unser Einstieg jetzt auch in das Thema Langstrecken-Elektromobilität. Langstrecke. Ja. Was versprichst du mir denn heute an Reichweite? Haben wir gerade gehört, 500 Kilometer. Echt? Genau. Und nach Nachladen wollt ihr mit bis zu 300 kW dann später auch? Genau, man kann es gerade überall in der Presse lesen. Genau. Ganz genau, richtig. Also das bleibt auch dabei. Ihr seid euch überzeugt, 2019 können wir bei Mercedes-Benz das da in Serie kaufen. EQC vielleicht, wie auch immer das hinterher heißen wird. Ne? EQC oder EQG, wissen wir noch nicht so genau, glaube ich. Rein elektrisch, 400 PS. Bis zu 500 Kilometer Reichweite. Genau, jetzt wirst du sehr konkret. Also was wir ja hier hinter uns sehen, ist das Concept EQ, was schon einen sehr, sehr konkreten Ausblick gibt und genau. Concept fängt übrigens mit C an, nur so als. Genau, und das Fahrzeug, was später mal kommt, hört vielleicht mit einem C auf.
Und ja, also wir sehen, wir sind da schon richtig nah dran. Was wir hier sehen, zwei E-Antriebe, ja, das heißt an der Vorder-, an der Hinterachse, dazwischen flächig im Unterboden die Batterie. Das werden wir alles in der Serie sehen. Und was Sie gesagt haben, klar, wir sind jetzt in ein Konsortium eingestiegen, um Infrastruktur mit über 300 kW aufzubauen, europaweit. Und natürlich wollen wir das in unseren eigenen Fahrzeugen auch nutzen. Das ist die Zukunft. Ich glaube, das ist sehr spannend. Weil das würde ja Sinn machen, ja. Was würde Sinn machen? Ladestationen zu bauen, wenn man schon ein E-Auto hat. Unsere eigenen Autos auch laden können. Das wäre richtig gut, wenn das Konzept machen. Kommt mir ganz bekannt vor. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf die kommenden Zeiten. Ich freue mich auf 2019 dann auch. Das war ein kurzer Ausblick auf den kommenden Mercedes EQ, wie auch immer, vermutlich C. Ein SUV mit Allrad, rein elektrisch, von Mercedes-Benz. Und ich habe es gesehen, das Innenraumdesign, da drehen sie momentan in Stuttgart so richtig hohl, aber ich fand es ziemlich scharf. Ja, und wenn du jetzt schon starten willst, dann nimmst du einfach für die nächsten zwei Jahre einen Plug-in-Hybriden. Ja? Wir fahren einen Plug-in-Hybriden bereits. Aber in diesem Sinne, ich danke euch erstmal an dieser Stelle. Ja, bringt mich ganz durcheinander mit dem Plug-in-Hybriden. Natürlich, ihr habt Plug-in-Hybride im Markt im Augenblick. Darauf möchte er hinaus, weil als Produktmensch alternative Antriebe sind die Plug-in-Hybride momentan ja dein Daily Business. Ne? Daily Business, ja. Okay, eigentlich wollte ich jetzt hier Schluss machen. Das war der Mercedes Concept EQ für Autohub. Mein Name ist Björn Habegger, meine Freundin nennt mich Habi. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, dürft ihr mich auch Habi nennen. Und jetzt schreibt mal unten drunter, was haltet ihr von einem Mercedes vollelektrischen SUV? Und ist 2019 zu spät oder genau richtig für einen möglichen Tesla-Killer? Bis dahin, danke dir, Jörg. Mach's gut, ciao. Der Mercedes EQ ist ein Konzeptfahrzeug, vorgestellt auf Paris, danke nochmal. Der heißt Concept EQ, okay. Mercedes-Benz Concept EQ. Concept EQ, klar, da sagt es schon gleich, das ist ein Konzeptfahrzeug. Es zeigt einen Ausblick auf die Zukunft, es zeigt auf einen ersten Blick darauf, was... Das ist jetzt Quatsch, dein Concept EQ ist blöd, okay, nochmal. Mensch, jetzt hast du meine ganze... Okay.